Und damit hallo und herzlich willkommen ein letztes Mal zu Let's Play Wendell's Monday. Leider auch wieder nachkommentiert, weil ich hier ein paar Problemchen hatte. Und ganz ehrlich, egal ob ich neu gespielt hätte oder nachkommentiert hätte, es ist beide Male scheiße, weil einfach hier die Live-Reactions fehlen. Deswegen nachkommentiert. Auch warum ich es nachkommentiere. Wenn ich jetzt wieder ganz am Anfang stehe, wieso ist dann Elaine immer noch so heiß? Hoffentlich bleibt sie für immer so. Und es gibt nämlich später die Sache, da kommt vom Spiel selber sehr, sehr, sehr viel, eigentlich fast durchgehend Gespräch. Und da würde ich dann sowieso die ganze Zeit meine Klappe halten. Das heißt, ich werde bis zu dieser Stelle hier jetzt nachkommentieren. Und dann nochmal das Fazit, dann muss ich immer nicht selber ganz neu machen, diese Faststunde, obwohl davon nur auch wieder gut 20 Minuten lang geredet sind, sag ich mal. Da bekommt jetzt sehr, sehr viel vom Spiel. Alvin Wirklichkeit ein Zwerg in einem Kostüm war? Wer zum Geier bist du? Lass mich in Ruhe. Was ist denn los mit dir? Kennst du deinen alten Freund Randall nicht mehr? Und warum bist du so komisch rausgeputzt? Du siehst wie Joaquin Phoenix in Her aus. Egal, das hier ist ernst, okay? Ich bin so dicht und so sauer. Ich flipp gleich aus. Mal langsam, Kumpel. Du machst einem ja Angst. Was ist denn passiert? Diese Wonder Comics Bastarde. Die haben Captain Red abgesetzt. Nach 35 Jahren. Weiß gar nicht, was die geritten hat. Er ist der beste Superheld aller Zeiten. Ja, weiß nicht. Ich fand ihn immer irgendwie lahm. Was? Hat mir nie eingeleuchtet, wie der seine Superkräfte erlangt hat. Ein radioaktives Fass in einem Paintball-Match. Ich meine, geht's noch? Aber mir gefiel Mooseman. Du weißt schon, der Typ, der Schokoladenmus aus seinen Händen verschoss. Mooseman, oder? Der war cool. Ja, eine geile Ära. Mit das Beste von Mr. Miller. Wenn ich den Typen erwische, der das zu verantworten hat, dann quetsche ich eigenhändig langsam das Leben aus ihm raus. Tja, euch Fans muss man aber auch die Schuld geben. Ich meine, ihr habt nicht gerade hinter ihm gestanden. Das waren nicht seine echten Fans. Die Typen sind erst eingestiegen, als vor 2 Jahren der Film rauskam. Aber jetzt, wo der Neuheitsfaktor weggefallen ist, mögen sie plötzlich Captain Red nicht mehr. Ich hasse diese Parasiten. So ist halt das Leben, Charlie. Es gibt einen Anfang und ein Ende. Für alles. Ach, Bullshit. Es gibt Sendungen, die laufen schon seit 70 Jahren. Ja, die sind aber auch gut. Jeden Tag sterben Leute, Randall. Ha, erzähl das mal Matt. Wie gemein das einfach ist, weißt? Aber na gut. Ich würde sagen, wir fragen ihn mal, ob er noch was vorhat, oder? War das so? Heute Abend irgendwas Irres vor? Was versteht ein Randall Hicks unter Irre? Ein Waisenhaus niederbrennen? Ein Zeppelin hochjagen? Hey, das mit dem Zeppelin war Matts Idee. Außerdem hatten die das verdient. Der Zeppelin hat uns die ganze Zeit provoziert. Egal. Ich will in meinem Schmerz alleine sein. Also, wenn's dir nichts ausmacht... Dann, wenn's mir nichts ausmacht... Warum schreibst du nicht einfach an Wonder Comics? Du hattest doch eine Menge Ideen, wie es weitergehen könnte, oder? Glaubst du, ich hab das nicht schon längst versucht? Ich habe meine Ideen schon jahrelang eingebracht und die haben nicht eine einzige davon verwendet. Ach echt? Was ist mit der, wo die Typen Captain Red entführen und ihn einer Geschlechtsumwandlung unterziehen? Die Story hast du mir im College erzählt und ich fand die echt cool. Ja, die schrieben mir zurück, dass das Skript nicht richtig zu Captain Red passte. Zu viel explizite Bilder, meinten die. Glaubst du das? Captain Red ist für Erwachsene, wo es auch mal um Erwachsenenkram geht. Das ist doch kein Garfield-Comic. Ja, dann sind sie wirklich selbst schuld. Absolut. Okay, dann lass ich dich mal mit deinem Schmerz allein. Gute Entscheidung, glaub mir. Ich bin heute gefährlich drauf. Das klang etwas... naja. Hau ab! Es war auf jeden Fall gut, hier hochzugehen, weil jetzt haben wir die Info, dass hier der Typi rumhängt. Da braucht man wohl eine Münze. Man sieht ernsthaft Anzeichen von seinem Arsch da hinten. Aber okay. Den lass ich lieber offen. Den Arsch oder was? Lass ich lieber offen. Nee. Mir ist gerade nicht danach. Sorry. Auf jeden Fall, ja. Hatte ich gerade halt so einen Kratzen im Hals. Deswegen, wie dem auch sei, gehen wir jetzt erstmal raus und gucken, ob da was Chilliges ist. Oder? Nee, ich wollte die Lampe probieren, aber das darf ich nicht.
Hathaway verbietet es. Muss man natürlich hier sagen, ja, nee, dann mache ich das auch nicht. Duffbier. Und nochmal hinter die Gasse, der Typ ist weg, der Penner. Der, ja, hier ein Business-Casper war. Eine Bananenschale. Boah. Eine Bananenschale, cool. Nee. Ich. Man halte sich die Bananenschale und Mario Kart schon mal im Hintergrund, dann? Da kommt später in die eine Anspielung. Stecken? Eine ganz große später. Wasserpfütze. Jedenfalls hoffe ich, dass es Wasser ist. Und ich werde auch hier, dadurch, dass ich nachkommentiere, weiß ich halt trotzdem schon, wie ich schneiden werde. Ich werde nämlich, wie gesagt, ach, ich glaube, ich habe es schon erwähnt, ich werde die Credits wegschneiden und als extra Special Part quasi noch hochladen, zwar am selben Tag wie den diesen Part hier. Aber eben, dass das Ganze so ein bisschen getrennt ist und wer nur das Fazit sehen will, der kann das dann einfach dort machen. Mann, wenn die ausbrechen, die bringen uns alle um. Wobei ich da dann. Wenn ich das runterschmeiße. Ja, gut, ganz so genau weiß ich es dann doch noch nicht, aber so in etwa. Weil ich dadurch natürlich schon ein bisschen weiß, wie die Endings so ein bisschen aussehen werden, aber ihr werdet es ja dann nachher sehen. Von den Flaschen sehen echt komisch aus. Ist fraglich, wie ich das mache. Ist fraglich. Ein paar von den Flaschen würde ich gern. Die Bilder hier drin. Doch, ich habe eine Idee. Ich, ja. Ich lasse sie einmal hier an diesem Part hinten dran und schneide nochmal das Fazit-Ding ins extra, nochmal als Zusatzpart. Ja, doch, das halte ich für eine ganz gute Idee. Bevor Eleni besorgt hat, haben wir mit den Füßen gespielt. War ehrlich gesagt ganz schön schwierig. Ihr werdet schon wissen, warum ich da gerade überlegen muss. Zeitpunkt. Werdet ihr dann schon sehen. Aber es ist erstmal die Frage, was können wir jetzt machen? Billard spielen geht nicht. Das ist so unglaublich. Wisst ihr, da hat man nur 3 Screens oder so und ist trotzdem überfragt. What the fuck einfach. Und die Lösung ist jetzt, dass wir. Randall seine Brieftasche klauen müssen. Genau. Das dritte von unten. Ja. Den Hotspot habe ich irgendwie total übersehen, mag aber auch daran liegen, dass er ziemlich unauffällig ist. Ich bin halt nicht so ein Kleptomane, ich habe da nicht so den Blick für sowas. Genauso wenig wie ein Runner bin, dem dann hier Möglichkeiten zum Absprung und so weiter hier vorm inneren Auge rot eingefärbt werden. Na, Anspielung mein erkannt. Geldbeutel. Ich mache tatsächlich selber noch Anspielungen. Oh mein Gott. Entschuldige, Elaine? Kann ich bitte ein Bier haben? Ich sagte bereits, kein Geld, kein Alk. Ich habe gerade zufällig meinen Geldbeutel gefunden. Okay. Ein Bier also. Ja, aber nicht für mich, sondern den Gentleman an der Bar. Randall? Ja, ich hatte den verwechselt, als ich sagte, der hat über dich geredet. Jetzt will ich mich bei ihm entschuldigen. Mach ihm doch bitte ein großes, ja? Wie auch immer, ist ja dein Geld. Für mich? Von dem Typen mit dem falschen Bart. Hey, zu einem Freibier sage ich nie nein. Hoffe bloß, dass der nicht irgendwelche Gefallen im Gegenzug verlangt, wenn du verstehst. Ach ja, dem Randall, der ist mir doch jetzt sympathisch. Dem geht's wie mir. Er hat mal einen Bierintus, muss mir erstmal aufs Klo. Jetzt muss ich nur noch seinen Platz einnehmen und auf Matt und Sally warten. Ich muss alles tun, um die Vergangenheit zu verändern. Schritt 1, Matt davon abhalten, sich zu betrinken. Schritt 2, ein Date mit Elena schleichen. Schritt 3... Hey du, was hast du vor? Ich? Nichts? Nichts? Bist ein schlechter Lügner, Kumpel. Glaubst du, ich könnte in diese wunderschönen Augen blicken und einfach skrupellos lügen? Das würde ich nicht fertigbringen. Ach wirklich? Meine Augen sind circa 20 Zentimeter weiter oben. Entschuldigung, kann nichts dagegen machen. Ja. Verdammt, der ist schon zurück. Ich muss ihn etwas länger in der Toilette festhalten. Ja.
Bier eintritt, sonst schon muss man aufs Klo. Geht mir genauso. Und was bei Bier auch bei mir passiert ist, dass es mich so ein bisschen, ich sag mal, schläfrig macht. Aber gut, ich verstehe echt nicht, wie manche Leute sich hier ewig viele Biere reinschütten können und dann trotzdem noch hier topfit sind. Das verstehe ich gar nicht. Das ist also vom Alkoholgehalt her kein Ding, würde ich jetzt mal sagen. Ja gut, das ist auch nicht unbedingt, aber eher das geringere Problem, sag ich mal. Die lasse ich lieber offen. Sorry, dass ich nochmal störe, Charlie. Weißt du, dass gerade eben der Herausgeber von Wonder Comics das Pissbecken benutzt hat? Machst du Witze? Das ist nicht komisch, Mann. Mann, ich mein's ernst. Der kam rein und sagte, fuck Captain Red. Und dann hat er losgeschifft. Du meinst der Chefredakteur? Redest du von Connor McCarthy? Eben der. Der kam rein und sagte, fuck Captain Red. Und dann sagt er, ich bin Connor McCarthy. Ich glaub's nicht. Der traut sich, was seine Visage hier zu zeigen, nach dem, was er sich geleistet hat. Du solltest ihn einfach loswerden, weißt du? Ihn einfach umhauen oder so. Er sah nicht nach viel aus. Mit dem wirst du fertig. Ich leg das Arschloch um. Was? Ich bring ihn um. Nein, nein, das wird doch nicht nötig sein. Du musst ihm nur etwas Angst einjagen. Was macht man denn jetzt? Oh. Na komm schon, Mann, das ist ein bisschen zu extrem. Du bist doch nicht Wolverine und... Charlie, nein! Stirb! Oh, heilige Scheiße! Stirb! Ah! Ah! Oh, ah! 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 Stirb! Ah! Was soll... Ah! Ah! Okay, das war grotesk. Mentale Notiz, nie wieder Charlie auf die Eier gehen. Der Typ ist ein absoluter Psycho. Und Rückchucks. Was? Nee, aber ernsthaft die Frage, warum ich gerade hier auf den Dings gezeigt habe, auf den Wendel und unten auf den anderen Wendel. Der andere Wendel, der unser Vergangenheits-Ich ist, der wurde erledigt. Das heißt, unser jetziger Wendel im orangenen Gefängnisgedöns, der müsste sich eigentlich in Luft auflösen. Der heutige John Candy. Lieber nicht. Das ist ein Zeitparadoxon. Yeah. Was? Nein, ich habe nichts gesagt. Ich weiß nicht, wer. Die Leute von Deponia wollte ich sagen. Von Delic, die hab's irgendwie in der Zeit gehabt mit Reisen und Portal und Pipapo so ein Zeug, damit hatten sie es zu der Zeit wirklich, wenn man auch an Deponia Dümste denkt. Da gibt's nichts dran zu rütteln. Hey, man sieht ja kaum die Schnittwunden und das Blut. Cool. Ja. Randall, schon. Wir sind da. Nice. Genau zur rechten Zeit. Jetzt werde ich dir nicht meine Klappe halten. Zum Umfallen. Na klar, Süßer. Hey, Sally. Hi, Randall. Du machst doch heute Abend keinen Quatsch, oder? Kennst mich ja. Ich stehe auf Quatsch. Wer tut das nicht? Na komm, setz dich. Hier wartet ein schönes, kaltes Bier auf dich. Tja, da sind wir also alle mal wieder beisammen. Ja. In der Tat. Hey, was ist los? Ich verspüre Spannung in der Luft. Wovon redest du? Komm schon, hol dir noch ein Bier. Du kannst ja nicht mit einem leeren Glas anstoßen, oder? Du kannst es ja scheinbar kaum erwarten, dass Matt sich abschießt, Sally. Sollte uns das zu denken geben? Was? Kann man denn als Verlobte nicht wollen, dass sich der Liebste an seinem Junggesellenabend amüsiert? Eben. Das ist dein Problem, Mann. Ja, jetzt, wo du es sagst. Ah, stimmt ja. Liebling, bestell dir einen Doppelbock. Gute Idee. Nein. Nein? Randall Hicks sagt nein zu Alkohol? Wer bist du und was hast du mit dem echten Randall angestellt? Weißt du, wir haben in letzter Zeit sehr viel getrunken. Wir sollten es mal etwas langsamer angehen. Das glaube ich nicht.
Du trinkst jeden Tag ohne den geringsten Grund. Und genau heute willst du nicht, obwohl wir so viel zu feiern haben? Mann, du bist mein bester Freund, deswegen bist du hier. Aber wir machen bei meiner Hochzeitssause nicht einen auf anonyme Alkoholiker. Au! Das war mein Bein. Aber natürlich nicht, Süßer. Mach dir keine Sorgen. Hol dir ein Bier, ich bleib mit Randall hier. Okay, bin gleich wieder da. Bringt euch bitte nicht gegenseitig um, ja? Ja, sehr lustig, Süßer. Du verdammtes Stück Scheiße, was zum Geier sollte das werden? Ich will die Scheißwelt retten, das sollte das werden. Sieh doch ein, dass das nichts bringt. Die Welt ist schon von Anfang an zum Untergang verurteilt. Mit dem einzigen Unterschied, dass ich diesmal die Königin der Unterwelt sein werde. Und das wirst du mir nicht versauen, hörst du? Laut und deutlich, aber weißt du was? Da hast du dich mit dem Falschen angelegt. Oh, oh, ich hab so eine Angst. Sag mal, Superman, was willst du dagegen unternehmen? Oh, ich werde dich den Tag verfluchen lassen, an dem du mir das erste Mal begegnet bist. Und glaub mir, das kann ich richtig gut. Ach ja? Und wie willst du das anstellen? Weiß ich noch nicht, aber eins weiß ich. Ich mach dich fertig. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst, Arschgesicht. Hey, benimm dich und mach bloß nichts Falsches. Ich warne dich. Ja, das werden wir sehen. Ja, das werden wir wirklich sehen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Hi Leute, bin wieder da. Ich hab eine Idee. Warum trinken wir nicht einfach irrsinnige Mengen Alkohol, um zu feiern, dass bald 66,6% der Leute hier am Tisch verheiratet sein werden? Gibt's was Besseres, um irgendwas zu feiern? Ach, ich wusste schon, warum ich mich für dich entschieden habe. Also, Randall, wie läuft's mit dir und deinem Mitbewohner? Ja, genau. Ist der inzwischen mal aus seinem Zimmer gekommen, oder was? Nee, der steckt schon seit Monaten in seinem Loch. Ich weiß nicht mal mehr, wie er aussieht. Kommt er nicht wenigstens mal zum Pinkeln raus? Ich glaube, deswegen hat er die ganzen Eimer. Der ist sicher schon tot. Ja, der grummelt immer, wenn er sich... Warte mal, das hatte ich doch schon mal. Ich muss was unternehmen, und zwar schnell. Wie war das, Kumpel? Ja, jetzt, wo du sagst... Deine Freundin ist ein Scheißdämon, der die Welt zerstören will. Hey! Mann, was soll das heißen? Zeig dich, oh Hure Babylons! Wow, das hatte ich nicht erwartet. Das habt ihr gerade gemacht, oder? Was um alles in der Welt machst du? Ich improvisiere, weißt du? Tja, das hast du richtig schön in die Scheiße geritten. Wie kommst du nur auf Hure Babylons? Das ist die Braut deines besten Freundes? Oh, er wird mir niemals die Sache mit dem Robotaschenrechner verzeihen, oder? Wir waren nur Kinder. Was hat das mit allem zu tun? Es ist seine Verlobte. Glaubst du nicht, dass es da etwas zu weit geht, sie so zu nennen? Du hast dir sogar dein Bier übergekippt. Was hast du denn geglaubt? Dass sie die böse Hexe des Westens ist? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, in meinem Kopf klang es besser. Du musstest doch nur deinen Freund davon überzeugen, dass er sich nicht beträgt. War das denn so schwer? Oh Mann, da kennt ihr Matt aber schlecht. Egal, wir können das nicht so stehen lassen. Ehrlich? Ihr wollt mir nochmal helfen? Nun, wir müssen nur das Gespräch etwas zurückspulen. Aber bitte versau's nicht schon wieder. Okay. Yes, Sir. Also... Wie spult man das Gespräch zurück? Hungersnot wird dir sagen, was du machen musst. Okay. Ich... Ist das ein Rätsel oder so? Wovon redest du? Tu einfach, was er sagt. Aber... Aber was? Komm schon, verschwende nicht unsere Zeit! Mann, du hast aber eine lange Leitung. Wir machen doch nur Spaß. Glaubst du echt, die Geräusche haben irgendetwas zu bedeuten? Der Idiot hat noch nicht mal einen Unterkiefer. Aber... Niemand versteht ihn. Nicht mal wir. Aber es ist witzig, so zu tun, als ob... Kann man die Leute gut verarschen mit? Okay, das reicht jetzt. Wir schicken dich an den Anfang zurück. Versuch es diesmal nicht zu versauen, okay? Ich versuch's.
Ich hatte nicht mal Auswahlmöglichkeiten, ja? Hey, benimm dich und mach bloß nichts Falsches. Ich warne dich. Ja, das werden wir sehen. Hi Leute, bin wieder da. Ich hab ne Idee. Warum trinken wir nicht einfach irrsinnig... Gibt's was Besseres? Ach, ich wusste schon. Also Randall... Ja, ich werde schon mal skippen. Steckt schon seit Monaten die Sachen, in seinem Loch. Die hier die gleichen sind. Oh, kommt er nicht wenigstens mal zum Pinkeln raus? Ich glaube, deswegen hat er die ganzen Eimer. Der ist sicher schon tot. Und hier wollte ich jetzt halt immer, nicht riskieren, dass ich dann versehentlich eine Textoption direkt auswähle, falls was kommt. Oder dass sich was anders passiert. Wie war das, Kumpel? Ja, jetzt wo du es sagst. Aber jetzt habe ich Auswahloptionen. Und sowas werden wir jetzt noch eine ganze Weile sehen. Eine ganze Weile Gespräch, deswegen bin ich jetzt erstmal raus, weil es für mich sowieso schon mal Aufwand ist, das Ganze hier nochmal nachzusynchronisieren. Hey, ich hoffe, ihr versteht es, aber ihr werdet schon sehen, was ich meine. Also, ich habe da eh nicht viel geredet, weil es voraussehbar ist. Als wir noch Kinder waren. Sehr kleine Kinder, weil ihr zwei habt ganz schön früh angefangen zu saufen. Egal, wenigstens hatten wir damals noch unsere Gesundheit. Randall, das meinst du doch nicht im Ernst. Du hast mal Sekundenkleber in Matts Augentropfen getan und er ist fast blind geworden. Also fang hier nicht mit Gesundheit an. Nur fürs Protokoll. Das mit den Tropfen war Notwehr. Da hat er recht. Ich hatte das verdient. Es war einfach voraussehbar, dass jetzt viel Gespräch kommt. Aber ja, bis nachher. Sind wir nicht langsam aus dem Alter raus, uns zu betrinken, bis wir umfallen? Aus dem Alter raus? Okay, na und? Wollen wir jetzt in den Park gehen, Enten füttern? Das würde ich zu gerne sehen. Ich sag ja nur, dass Trinken ohne Selbstkontrolle gefährlich ist. Einmal bin ich auf einem Boot nach Samoa aufgewacht und weiß bis heute nicht, was da passiert ist. Oh ja. Weißt du, ich glaube, ich hatte dich für frisches Obst eingetauscht oder so. Du hattest sicher auch einen guten Grund, das zu tun, mein Freund. Aber ich meine, wir sollten einfach mal erwachsen werden und Verantwortung für unser Handeln übernehmen. Meint ihr nicht auch? Bist du sicher, dass du Randall bist? Mann, ich mein's ernst. Wir sind erwachsen und vor allem du. Du wirst vielleicht sogar bald Vater, Matt. Lass das Thema mal stecken. Wir haben echt Schwierigkeiten, uns auf den Namen zu einigen. Echt? Was habt ihr denn schon für eine Auswahl? Bitte, reden wir einfach über was... Wenn's ein Mädchen wird, Leia oder Wonder Woman? Und wenn's ein Junge wird... Warte mal. Hast du Wonder Woman gesagt? Klar, warum nicht? Das oder She-Hulk? Aber weißt du, She-Hulk ist ein bisschen lahmarschig. Und Sally will sie nicht Buffy die Vampirjägerin nennen. Weil das keinen Sinn ergibt, Matt. Soll der Zweitname unserer Tochter wirklich die Vampirjägerin sein? Sally, wir hatten das schon und du hast gewonnen. She-Hulk und die Vampirjägerin sind vom Tisch. Also entspann dich. Tja, dann kannst du auch Wonder Woman streichen. Dann will ich Silk Spectre wieder aufnehmen. Matt, denk doch mal eine Minute drüber nach. Willst du wirklich die Schaukel anschubsen und dabei deine Tochter Silk Spectre nennen? Im Ernst? Stimmt. Spectre ist nicht sehr feminin. Aber es gibt ja immer noch Leia. Komm schon, Leia ist ein schöner Name. Tja, der am wenigsten hässliche, den du bisher vorgeschlagen hast. Das stimmt. Okay, und wenn's ein Junge ist? Oh, mir gefällt Scott. Wir könnten ihn Scotty nennen. Bist du verrückt? Mein Sohn wird nicht den menschlichen Namen von Cyclops tragen. Na sicher, weil Ding aus dem Sumpf eine bessere Idee ist. Halt, halt, halt! Hey! Hast du mein Tagebuch gelesen? So langsam nimmt es ja Fahrt auf. Warte mal, geht's darum? Du willst uns zum Streiten bringen? Was? Ich wollte nur wissen, wie ihr eure Kinder nennen wollt. Das ist alles. Klar. Du weißt ganz genau, dass wir Schwierigkeiten haben, Namen zu finden, die uns beiden gefallen. Ach komm schon, Sally. Ich war nur neugierig. Wenn jetzt irgendjemand uns hören würde, der könnte meinen, dass wir uns beide um Matts Zuneigung streiten. Und das wäre ja wohl komplett aus der Luft gegriffen, oder? Natürlich wäre es das. Außerdem bin ich Matts Braut. Ich kann Dinge für ihn tun, die du nicht kannst. Klar, schmutzige Dinge. Verstehe. Ich glaube, die Schlacht habe ich gewonnen. Was? Ich sagte, genießen wir den Abend. Jemanden Schnaps? Oh, da hast du aber meine Gedanken gelesen, Süße. Ja. Hey, hat jemand Bock auf Go-Kart fahren? Oh! Hey, Jungs! Ich dachte, wir machen vielleicht was Romantischeres, um die Verlobung zu feiern. Weißt du, was richtig romantisch wäre? Wenn der Vorschlag von dir ist, will ich's nicht wissen. Mir gefällt Randalls Vorschlag. Okay, das reicht! Niemand geht Go-Kart fahren, okay?
Das ist jetzt einfach nicht der richtige Moment. Komm schon, auch ohne Schildkrötenpanzer. Ich rede von einem ganz normalen Rennen. Warte mal. Meinst du auch keine Bananenschalen? Seid ihr jetzt mal ruhig? Wir gehen nicht Go-Kart fahren, ja? Tja, Matt, jetzt kannst du dir wohl vorstellen, wie das ist, verheiratet zu sein. Matt, ich rate dir, das nicht zu beantworten. Okay, entspannt euch mal. Ich liebe Go-Karts, okay? Aber ich freue mich auch auf das Eheleben. Wisst ihr, sich im Bart wachsen zu lassen, nachts jede Stunde einmal aufs Klo zu müssen, den Kaffee schwarz trinken und selbstverständlich auch die Kinder zur Go-Kart-Bahn mitnehmen. Ich habe mir das reiflich überlegt, okay? Okay, dann haben wir ja genug Zeit, zur Go-Kart-Bahn zu fahren, wenn die Kinder erstmal da sind, ja? Aber, wir könnten doch... Hältst du jetzt endlich mal die Klappe, Randall? Du verwirrst meinen Verlobten. Ich lass nicht zu, dass du ihn so manipulierst, ist das klar? Ihn manipulieren? Na, das musst du gerade sagen, Scarlett O'Hara. Nennst du mich eine Rassistin? Alter, nenn sie nicht Rassistin. Was? Ich hab sie nicht Rassistin genannt. Ich meinte bloß, dass sie auf Manipulieren steht, so wie Scarlett O'Hara. Das reicht jetzt! Ich bin ein guter Mensch. Ich muss mich nicht so behandeln lassen. Ach komm, du bist ja nicht mal eine reale Person. Hey, wo kommt das denn jetzt her? Du meinst wohl, wo kommt sie denn her? Sie benutzt dich nur, Matt. Erkennst du das nicht? Sie ist ein fieses Monster aus der Unterwelt, das die Zivilisation zerstören will. Ich glaube, ich gehe einfach. Nein, Liebling. Der Einzige, der hier geht, ist Randall. Alter, hätte nie gedacht, dass du sowas bringst. Ich dachte, du wärst mein Freund. Aber wenn du weiter Scheiße über meine Freundin erzählst, dann tut's mir leid. Dann war's das. Aber Matt, ich will dir nur die Augen öffnen. Das reicht, Randall. Ich weiß nicht, was zum Geier heute mit dir los ist, aber du versuchst schon den ganzen Abend Sally zu provozieren. Und was ist mit ihr? Sie macht doch genau dasselbe. Randall, raus! Oh, komm schon. Du hast es wieder versammelt, stimmt's? Ja, granatenmäßig. Glaubst du wirklich, du kannst deinen Freund zur Nüchternheit bewegen, indem du seine Freundin schlecht machst? Nein, aber die alte Hexe kann jeden meiner Schritte vorhersehen. Mir fällt auch kein echter Grund ein, warum er nicht trinken sollte. Das ist Matt, verdammt nochmal. Saufen ist für ihn ein Grundbedürfnis, so wie schlafen. Der muss saufen, um zu überleben. Da bin ich sicher. Tja, dann hast du es echt versaut jetzt. Er hasst dich abgrundtief und will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich weiß. Okay, versuch's einfach nochmal. Aber denk dir diesmal was richtig Cleveres aus. Wir haben nämlich nicht den ganzen Tag Zeit, weißt du? Gut gegeben! Hey, benimm dich und mach bloß nichts Falsches. Ich warne dich. Ja, das werden wir sehen. Hey, Leute! Warum gibt's was Besseres? Ach, ich wollte... Also, Randall... Ja, genau! Nee. Kommt der... Ich glaube, der ist sicher... Ja, der Grummel... Wie war das, Kumpel? Ja! Also, Sally... Mich würde rasend interessieren, was du so in letzter Zeit getrieben hast. Also, weißt du... Tatsächlich weiß ich das nicht. Tja, ich... Ich war mit den Vorbereitungen für die Hochzeit beschäftigt. Du weißt ja. Natürlich. Was ist hier eigentlich los? Ihr benehmt euch ziemlich merkwürdig. Nichts. Randall hatte nur gefragt, weißt du, wegen der Hochzeit. Ja, aber warum druckst du denn so rum? Ja, warum druckst du so rum, Sally? Du bist doch nicht etwa von einem Dämon besessen, oder? Ach, Randall, du bist urkomisch. Ich bin wirklich komisch, oder? Weißt du, ich habe schon überlegt, ob ich Comedian werden sollte. Ehrlich? Tja, wir werden dir alle Unterstützung geben. Aber wir sollten im Hinterkopf behalten, dass nicht jeder deinen Sinn für Humor hat. Weißt du, das musst du bedenken. Liebling, du machst es schon wieder. Was denn? Diese komischen Pausen. Ach, weißt du, es ist so langweilig, über Randall zu reden. Meinst du nicht auch? Hey! Tut mir leid, aber so ist das nun mal. Bestellen wir noch eine Runde, okay? Siehste, klingt doch schon besser. Okay, ich hab einen.
Würdet ihr lieber eine Nacht in einem Spukhaus verbringen, aus dem noch nie jemand lebend wieder rausgekommen ist? Oder einen Tag im Pee-wees Playhouse, während Pee-wee auf Crack ist? Das Spukhaus. Niemals Pee-wee. Nein, nein, das Spukhaus. Aber ehrlich gesagt ist beides ganz schön gruselig. Frage. Wäre es möglich, dass Pee-wee mir ein bisschen von dem Stoff abtritt? Nein, er hat alles aufgeraucht. Dann sterbe ich lieber im Spukhaus. Erinnert mich an unseren letzten Urlaub. Komm schon, Sally. Das war super romantisch. Ah ja. Du und dein Sinn für Romantik. Rennt um euer Leben. Hey, jeder weiß, dass Matt richtig romantisch sein kann, wenn er nur will. Jeder? Warum dann ich nicht? Ach komm, Sally, ich sag dir fast jeden Tag, dass ich dich liebe. Ich bin irre romantisch. Ja, klar. Meinst du, wenn du das rülpst oder wenn du es in Binärcode sagst? Nein, er meint, wenn es in Binärcode rülpst. Warte mal, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Verdammt, ich mach's schon wieder. Ich muss das Thema wechseln. Und zwar schleunigst. Was murmelst du da? Oh, es ist nur... naja. Hey, ihr werdet's nicht glauben, aber der Jahrmarkt ist wieder in der Stadt. Super, nichts wie hin! Jungs, sind wir nicht ein bisschen zu alt für den Jahrmarkt? Man ist niemals zu alt für den Jahrmarkt, Sally. Und dieses Mal ist auch die Zoltarmaschine mit dabei. Das gibt's doch nicht! Was machen wir dann noch hier? Ich werde Zoltar bitten, mich wieder 13 sein zu lassen. Genau! Und eine Meerjungfrau als Freundin will ich auch. Hey, nicht so schnell! Ihr bewegt eure Ärsche nicht von diesen Stühlen, wenn ihr nicht erleben wollt, was ungezähmter Zorn ist. Habt ihr mich verstanden? Wir gehen nicht auf den scheiß Jahrmarkt, okay? Wir feiern hier unsere Verlobung. Und übrigens benehmt ihr euch eh schon wie zwei 13-Jährige. Aber... Nichts aber. Wir bleiben hier, klar? Kommt schon. Hier gibt's genug Bier. Tja, das stimmt. Ach komm schon, Sally. Sei doch nicht so. Ich bin sicher, dass wir beim Jahrmarkt viel Spaß haben werden. Wir könnten doch auch die Verlobung da feiern. Warum bleiben wir nicht einfach hier wie geplant? Heute ist mein besonderer Tag und ich wollte nur gemütlich ein paar Drinks kippen. Ist das zu viel verlangt? Ja, ich weiß genau, was du willst, aber... Hey, wie steht's denn mit Matts Wünschen? Ach, der großherzige Randall sorgt sich so um die Gefühle seines Freundes. Warum machst du ihm nicht gleich einen Antrag? Das reicht! Ich weiß nicht, was los ist, aber ihr beide scheint mir wie ausgetauscht. Ich dachte, das wäre eine Party. Ist es doch, Mann. Reg dich ab. Dann hört auf zu streiten und lasst mich in Ruhe saufen. Ich sauf die ganze Bar leer. Nee, Kumpel, warte mal. Ich häng mich unter den Bierhahn und höre nicht auf, bis ich umfalle. Mann, das wird ja immer besser, oder? Jetzt hast du das genaue Gegenteil erreicht. Oh. Das muss ein neuer Rekord sein. Mann, das hat doch alles keinen Zweck. Mir fällt nichts mehr ein. Sieh mal, Kumpel, du musst dir mehr Mühe geben. Wenn du die Situation nicht wieder gerade biegst, sind wir alle am Arsch. Ich bin jetzt schon am Arsch. Was zum Teufel kann ich Matt erzählen, dass er nicht trinkt? Hey, super Idee. Oh, scheiße nochmal. Tut mir das nicht an. Im Ernst jetzt. Was kann ich denn noch sagen? Okay, okay, ich habe ein. Oder? Das Spuk. Frage. Nein? Erinnert. Komm! Ah ja? Hey. Jeder? Ach. Ja? Nein. Was muss? Oh. Meinst du nicht, für heute reicht's, Matt? Wovon redest du? Wir hatten gerade vorgeschlagen, dass er doch seinen alten Rekord brechen soll. Oh, Matt gefällt, wie das klingt. Ja, aber sagtest du nicht gestern, dass du mit den blöden Rekorden aufhören wolltest? Du weißt schon, mehr als 10 Liter Bier in einer Sitzung trinken, das größte Kotzomelett der Welt, alle Twilight-Filme anschauen ohne scharfe Waffen in der Nähe. Ich mein, komm schon. Wo soll das hinführen? Ist doch egal. Ich liebe Matt, wie er ist. Wenn er einen 5-Tage Nicolas Cage-Marathon hinlegen will oder die Bar leer trinken, dann soll er doch, okay? Weißt du, ich glaube, Randall hat recht, Liebes. Jetzt, wo wir heiraten, sollte ich dem Leben mit etwas mehr Ernst begegnen. Genau. Du hast jetzt mehr Verantwortung. Aber das ist nicht der Matt, in den ich mich verliebt habe. Natürlich nicht.
Der Matt, in den du dich verliebt hast, war ein totaler Spinner. Und jetzt, wo ich erwachsen werde, verstehe ich total, warum du manchmal sauer auf mich warst. Aber eins verspreche ich dir. Von jetzt an werde ich mich ändern. Ich werde der liebende Partner sein, den du verdienst. Aber komm schon, das wolltest du doch immer. Matt wird endlich erwachsen. Ich wollte heute Abend einfach ein bisschen Spaß haben. Und das werden wir, Liebling. Ich lasse es einfach mit dem Alk etwas ruhiger angehen. Ja, weißt du was? Ich werde heute Nacht vielleicht nicht mal kotzen müssen. Und das wäre echt mal was Neues. Braver Junge, Matt. Und weißt du was? Ich mach auch mit. Also, wie sieht's aus? Gehen wir zu mir und schauen einen Film an? Hey, was geht denn bei dir, Mann? Gefällt's dir hier nicht? Nee, ich dachte nur... Wir wollen nicht, dass du dich als fünftes Rad am Wagen fühlst. Wenn du dich hier nicht wohlfühlst, kannst du auch gehen. Nein, das ist es nicht. Ich dachte nur eben... Ich will nicht, dass du gehst, Kumpel. Ich bleib ja hier. Ich hab das mit dem Film nur gesagt, weil ich dachte, du hättest vielleicht Bock auf einen unserer Filmabende. Aber ist ja auch egal. Wir können an jedem anderen Tag in deine Wohnhöhle gehen. Aber heute ist unser Freudentag und wir bewegen uns hier nicht weg. Du bist der Boss, Baby. So ist es. Ich bin der Boss. Also, was soll's denn bei der Hochzeit zu essen geben? Tja, ich brauche nur eine Bar mit Freigetränken für alle. Natürlich wird's eine Bar geben, Liebling. Eine Bar? Seid ihr da sicher? Hey, Kumpel, man kann seine Liebe vor den Augen des Herrn gar nicht besser unter Beweis stellen. Ich weiß nicht, Mann. Klingt, als hättest du nur Alk im Kopf. Oder liege ich da falsch? Randall, das wird eine Hochzeit. Matt will doch nur seinen Spaß haben. Und ich will, dass er so viel trinken kann, wie es ihm Spaß macht. Klar, wenn er es dann auch zur Trauung schafft. Wie meinst du das? Ja, Randall, wie meinst du das? Nichts. Ich meinte nur, wenn du dir heute so richtig die Kante gibst, erlebst du vielleicht die Hochzeit gar nicht mehr. Weißt du noch, wie du mal aus einem fahrenden Auto gesprungen bist? Stimmt. Das hat wirklich wehgetan. Ich habe immer noch eine Stelle am Rücken, wo die Haut noch nicht nachgewachsen ist. Ich folge wohl besser deinem Rat, Mann. Was? Ja, weißt du, ich glaube, ich lasse es lieber langsam angehen, Baby. Weißt du, einfach ein paar Drinks und ein gutes Gespräch. Wollt ihr mich verarschen? Ihr zwei zivilisierte Mitbürger? Sally, das klingt vielleicht ein bisschen nach Science Fiction, aber ich trinke heute Abend einfach gar nichts mehr. Bist du dabei, Matt? Ja. Weißt du was? Ja. Genug jetzt! Das ist doch scheiße! Ich habe diese Party tagelang geplant und ich will, dass alles perfekt ist. Ich habe sogar Elaine gebeten, zwei Fässer bestes deutsches Schankbier zu besorgen, damit ihr heute euren Spaß haben könnt. Und jetzt muss ich mir diesen Scheiß anhören? Mein Gott, ich hätte es einfach lassen sollen! Sally, ich wusste ja gar nicht, dass du dir so viel Mühe gemacht hast. Tja, das liegt daran, dass es eine Überraschung sein sollte. Aber weißt du was? Das ist jetzt auch egal. Hey, Baby. Tja, sie sagte, dass es jetzt egal ist, also... Mann, sie hat uns erstklassiges Bier besorgt. Wir wollen sie doch jetzt nicht enttäuschen, oder? Ach, vermutlich nicht. Brave Jungs, ihr werdet es richtig lieben. Ich bin nur einen Schluck davon entfernt, mich mal strategisch auf die Gasse begeben zu müssen. Bist du sicher, Baby? Ich finde, du siehst noch ganz fit aus. Bist du sicher? Schau mal in seine Augen. Die schauen in zwei verschiedene Richtungen gleichzeitig. Cool! Das ist so süß, wenn er das macht. Was? Mach dir um mich keine Sorgen, Liebling. Trink so viel du willst. Mir geht's gut. Verdammt, das heißt, dass er jetzt gleich kotzt. Nein, Mann, ich mein's ernst. Ich kotze heute nicht, ehrlich. Du verarschst mich doch. Hör zu, Baby. Wir werden in, ziemlich bald Mann und Frau sein. Und ich habe mich entschieden, Zeit erwachsen zu werden. Ich habe volle Kontrolle über meinen Körper und ich werde heute nicht... So ist recht, Kumpel. Und ich nehme mir ein Beispiel an dir. Was sagst du nun, Sally? Ach, ich schwöre, ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Aber ich habe wohl keine andere Wahl. Was zum... Oh!
Das ist Betrug! Randall, ich bin der Teufel. Ich betrüge immer. Ah, so, ja. Ja, na klar. Also, was kommt noch gleich als nächstes? Ach ja, stimmt ja. Randall, kannst du dich um ihn kümmern? Ich will mich wieder meine Schuhe einsauen. Oh, Schätze, man kann das Schicksal nicht beeinflussen. Hey, Matt, soll ich Pater Roy rufen, damit er einen Exorzismus durchzieht? Ja, wenigstens kotzt du nicht mehr, während du auf dem Rücken liegst. Tja, ich bin jetzt erwachsen. Mann, ich weiß nicht mal mehr, wie wir den genannt haben. Ist das zu glauben? John Carpenter's The Thing? Nicht mal lauwarm. Mann, verdammt. Was war denn das nochmal? Vesuvius Man. Das war's. Ich wusste es. Alter, so sollte das aber alles nicht enden. Nicht? Na, du kennst mich ja. In der Seitenstraße kotzen ist ja sowas wie eine Tradition. Ich weiß, aber heute muss das anders ausgehen. Mann, mach dir nichts draus. Ein Mensch kann nicht einfach seine lebenslangen Gewohnheiten ablegen. Habe ich jetzt gestern im Fernsehen gesehen. Um der Menschheit willen. Ich hoffe, dass das nicht stimmt. Mann, was ist denn Sally gefahren? Hast du ihr den Verlobungsring gegeben? Oh, verdammte Ring, Mann. Was würde ich nur ohne dich anfangen? Woher weißt du, dass ich einen Ring für sie habe? Ja, weißt du, es ist eine Verlobungsparty. Also habe ich es einfach mal angenommen. Ja, stimmt. Hey, du glaubst mir nie, wie ich an den Ring gekommen bin. Erzähl. Ich tue auch ganz überrascht. Komm her, Bruder. Wenn du nicht was aufs Maul haben willst, bleib da, wo du bist. Ja, ich weiß, wie du drauf bist. Erstens keine Umarmung, zweitens nichts teilen, drittens nicht mit Fremden reden. Ja, verdammt. Alles läuft genauso wie beim letzten Mal. Okay, Ladies und Gentlemen, Vesuvius Matt ist wieder auf den Beinen. Komm mit, Randall, und bleib dran, denn diese Nacht wird zur Legende. Hey, warte mal, Kumpel. Das gehört dir, oder? Endlich, Leute, wir haben es geschafft. Ja, Gefängnisleiche gefunden. Sehr schön, beziehungsweise Häftlingsleiche. Und es ist Dienstag. Dienstag! Wuhu. Yes, endlich! Das hat aber ganz schön gedauert, du alter Hurensohn! Guten Morgen, Matt. Ich sehe, du hast das Müsli schon gefunden, ja? Weißt du, ich bin froh, dass du wieder Appetit hast. Gestern hast du ja fast nichts angerührt. Mir fiel schon fast nichts mehr ein, wie ich dich zum Essen bewegen könnte. Ja? Hey, hast du den Fernseher repariert? Ja, ich musste nur ein paar Batterien besorgen und ein paar nicht isolierte Kabel verbinden. Der Klassiker. Übrigens, weißt du irgendwas über deinen Mitbewohner? Ach. Meinst du, der hat was dagegen, wenn ich ein paar Tage in seinem Zimmer übernachte? Ich glaub nicht, dass den das stört. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war er am Knast. Wow!
Was hat er ausgefressen? Ganz ehrlich, weiß ich nicht und es ist mir auch egal. Also, wie geht's dir? Ich meine, nach allem, was mit Sally war und so. Tja, ich glaube, ich bin okay. Extra süßes Müsli hilft da, weißt du? Klar. Und naja, ist schon 2 Tage her, seit sie sich geopfert hat. Und seitdem mache ich nichts anderes, als Vicodin einzuwerfen. Tut mir leid, Mann. Fuck, Alter. Ich wollte sie wirklich heiraten. Ich weiß, Kumpel. Und sie wollte auch dich heiraten. Warum hat sie sich dann desintegriert? Ich glaube, das war keine Absicht. Weißt du, technisch gesehen ist ja die spontane Selbstentzündung inhärent unabsichtlich. Jedenfalls hört man das immer. Von wem? Dr. Who? Ich weiß, das klingt komisch, aber diese Forensiker sind wirklich gut. Ich weiß. Ich kann mich nur nicht an den Gedanken gewöhnen. Ich werde sie so vermissen. Ich auch. Und weißt du was? Scheiß drauf, wir haben genug Bier und Chips für ein paar Tage. Bleiben wir einfach mal eine Weile mit dem Arsch hier auf dem Sofa sitzen. Musst du nicht zur Arbeit? Wenn ich heute arbeiten gehe, werde ich sowieso gefeuert, also. Wie wär's mit einem Sopranos-Marathon? Du kennst mich ja, Mann. Wenn nur genug Bier da ist. Ja, ich kenn dich, aber du hast eine Menge Pillen eingeworfen. Da weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich hab schon seit Sonntag Bier und Downer zusammen eingeworfen und fühle mich prächtig. Sicher? Tja, jetzt wo du's sagst. Vielleicht wundert es mich etwas, dass das Zimmer von deinem Mitbewohner wie aus einem Horrorspiel aussieht. Außerdem habe ich gestern Abend geglaubt, dass sich die Flügel von dieser haarigen Fettwanzstatue bewegt haben. Bin ich irre oder was? Entspann dich, du bist nicht verrückt. Uff, na, dann bin ich aber beruhigt. Was hast du eigentlich mit dem Ring gemacht? Den habe ich irgendwo da drüben hingelegt. Pass für mich auf den auf, ja? Ich will das Ding nie mehr sehen. Okay. Suchen wir mal nach einem Platz, wo er uns nie mehr unter die Augen kommt. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Obwohl ich nicht mal weiß, was überhaupt passiert ist. Lass einfach gut sein, Matt. Da kann man gar nichts machen. Wenn wir irgendwas von Marty McFly gelernt haben, dann, dass es nur Ärger bringt, die Vergangenheit zu manipulieren. Da kannst du einen drauf lassen. Nichts passiert durch puren Zufall. Ein jeder ist Teil eines großen Planes. Und meistens führt es nur zu Elend und Unglück, wenn man diesem Plan folgt. Leiden und Tod. Heißt das, dass wir niemals in der Lage sein werden, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Moment mal! Was das? Ist das das Ende? Das glaube ich nicht. Tja, glaub's ruhig. Der Abspann läuft. Was soll denn das für ein Ende sein? Die killen das Mädchen und dann leben sie glücklich bis in alle Ewigkeit. Naja, so glücklich sind die auch wieder nicht. Entschuldige, aber einer von denen hat gerade angefangen zu tanzen. Und was ist mit der Taube? Seit wann klauen Tauben Schmuck? Ist doch egal. Mir hat's gefallen. Das zeigt nur, dass du einen miserablen Geschmack hast. Siehst du, sogar Hungersnot stimmt mir zu. Komm, du verstehst ihn auch nur, wenn's dir gerade passt. Und was ist mit Sergeant Kramer? War der nicht eigentlich der Böse? Warum hat er dann mit dem Ende nichts mehr zu tun? Ist doch klar. Damit man das Mädchen killen kann. Die war von Anfang an böse? War sie nicht. Der Ring hat sie verführt. Ungewöhnliche Entwicklung. Für jemanden, der eigentlich gar nicht böse ist. Eine dramatische Wendung. Na und? Dramatische Wendung? Ich fand, das war eher eine Komödie. Wisst ihr, irgendwas stimmt doch hier nicht. Pestilenz. Habt ihr vielleicht jemanden Umschlag zugesteckt? Ach, komm schon! Was sagst du da? Das ist doch einfach irre! Tja, mal zu etwas anderem. Was gibt's denn heute zu essen? Ja, und damit jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen soweit und ich komme hier jetzt mal zum Fazit des Ganzen. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Sehr, sehr cool gemacht mit der Thematik, so nach dem Motto täglich grüßt das Murmeltier und auch sehr genial mit den ganzen Anspielungen auf diverse Filme und Spiele und Unternehmen und hasse nicht gesehen. Sehr, sehr krass gemacht, sehr cool. Hat auch sehr, sehr Spaß gemacht zu spielen. Wahrscheinlich habe ich auch bei weitem nicht alles entdeckt, was man hätte entdecken können. Dementsprechend meine Empfehlung, holt es euch einfach selber und
ja, spielt das Spiel. Und das lohnt sich auf jeden Fall, also wirklich, das kann man schon so sagen. Was ich auch schön fand an diesem Spiel, ist die Tatsache, dass sie eine Lösung ins Spiel selber mit eingebaut haben, was sich gerade bei Point-and-Click-Adventures halt gut anbietet, weil manchmal steht man halt doch auf dem Schlauch, sucht ewig nach einer Lösung, wie man an dieser einen Stelle weiterkommt und findet die einfach nicht. Und dann kannst du einfach hergehen und sagen, hier, gib mir mal. Und kriegst ja halt diese eine Lösung serviert und machst danach dann wieder selber weiter. Das ist natürlich sehr super, gerade auch jetzt hier für mich hier im Let's Play natürlich auch Gold wert gewesen, dass nicht zu lange nichts passiert. Aber gut, ich überleg gerade, gab es irgendwas, was mir negativ aufgefallen wäre? Eigentlich nicht. Sogar die Frames waren ständig ewig hoch, wie ich sie sonst noch nicht erlebt habe. Gut, es ist ein Point-and-Click-Adventure, klar, aber so hohe Frames, wie es da Standard ist, die habe ich sonst noch nirgends erlebt, auch nicht in anderen Point-and-Clicks. Also auch das sehr, sehr krass und ja, es gibt die verschiedensten Sprachen. Man kann auch Sprache und Untertitel zugleich anzeigen. Ist auch nicht als selbstverständlich. Gut, bei heutigen Spielen eigentlich schon, aber wenn ich da zum Beispiel überlege, bei der GOG-Version von Simon the Sorcerer zum Beispiel, da geht es nicht. Da kannst du das Ganze entweder im DOS-Modus starten oder im Disk-Modus, irgendwie sowas. Ne, im Floppy oder im CD-Modus. Und das eine hat dann halt Sprachausgabe, aber keine Untertitelung. Und das andere hat Untertitelung, aber keine Sprachausgabe. Alles recht suboptimal dort. Gut, aber ich würde sagen, ich halte erstmal meine Klappe. Wir genießen noch gemeinsam die Musik und ja, ich würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn ihr wieder Spaß an diesem Part hattet, auch trotz Nachkommentierung pipapo und wenn wir uns auch bei einem anderen Let's Play oder allgemein einem anderen Video, es kann ja auch ein Angewirbelt sein oder ein Wirbelsturm zeigt oder sonst was, wenn wir uns da mal wiedersehen würden, über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen und wenn wir uns auch, ja, irgendwo mal wiedersehen würden, habe ich ja gerade eben schon erwähnt. Auf jeden Fall, macht's gut, haut's rein, habt's noch einen schönen Tag. Ciao, ciao!